Bereits kurz nach der Eröffnung war der Hof der Quellendorfer Landwirte am Samstagvormittag gut besucht. Nicht nur Quellendorfer nutzten die Gelegenheit, sich eigene Eindrücke vom Geschehen hinter den Kulissen zu machen, auch zur Freude der Chefetage. Ja, Tag des offenen Hofes ist bei uns schon so eine schöne Tradition geworden. Seit 10 Jahren wird es durchgeführt. Als erstes unser Anliegen, den Verpächtern, die uns ihre Flächen zur Verfügung stellen, ein herzliches Dankeschön zu sagen, dass wir die Flächen bewirtschaften dürfen. Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter eingeladen, aber inzwischen wird auch die Bevölkerung mit eingeladen, um hier zu demonstrieren, was wir als Landwirtschaft tagtäglich tun und wie wir Lebensmittel letztendlich für die Bevölkerung produzieren. Im Mittelpunkt standen dabei natürlich auch die Produzentinnen, also die Milchkühe, die sich in einer Tierschau von ihrer besten Seite zeigten. Dass in Quellendorf Qualität oberstes Gebot ist, bekam Klaus Schönfeld am Samstag in Form eines Zertifikats schriftlich. Nur eine von vielen Auszeichnungen für den Traditionsbetrieb. Für die Vierbeiner aller Altersklassen ging es nach der Präsentation wieder zurück in die heimischen Stallanlagen, auch wenn nicht jede der Damen die sonnige Wiese offenbar ganz freiwillig verließ. Ein Blick in die Produktion sollte es am Nachmittag auch für die Besucher geben, vom Kindergarten der Kälber bis zur Melkanlage. Dass dieses Jahr für die Landwirte der Region bisher nicht unbedingt einfach war, wurde am Samstag kaum thematisiert. Und auch Klaus Schönfeld sieht die Lage eher sachlich. Der Landwirt ist ja dafür bekannt, dass er immer ein Jammern ist, in Anführungsstrichen. Im vergangenen Jahr war es zu nass, in diesem Jahr ist es weit zu trocken. Wir sind letztens ein Gewerbe, was unter freiem Himmel produziert. Wir sind immer auf das Wetter angewiesen, auf das Wohlwollen des Wetters. Mit guter fachlicher Praxis können wir sicherlich die Flächen bestellen, unsere Tierbestände versorgen. Aber letzten Endes, sagt es, wir produzieren unter freiem Himmel, sind wir immer in Abhängigkeit vom Wetter. Ja, und es könnte immer sicherlich für uns besser sein. Für Unmut sorgt dagegen die derzeitige Panik um den Darmkeim EHEC, auch wenn die Quellendorfer Landwirte als Milchbetrieb davon nicht direkt betroffen sind. Lebensmittelskandale sind ja leider in der Vergangenheit fast an der Tagesordnung. Viele Probleme werden nach meinem Dafürhalten sehr hochgespielt. Was ist letztendlich der Schaden für die Bevölkerung gewesen aus BSE, aus Dioxin und aus EHEC? Ja, zu Schaden gekommen sind eigentlich wenige nur. Es müsste sachlicher darüber berichtet werden, so nicht, dass eine ganze Berufsbranche letztendlich darunter leidet. Am Samstag spielten Skandale keine Rolle. Tiernachwuchs zum Bestaunen und Anfassen, Spiel- und Malangebote, Schätzspiele und vieles mehr bestimmten das Geschehen. Und so dürfte eigentlich nur einer keinen Spaß am Tag des offenen Bauernhofes gehabt haben. Wolli, der Ochse, der erst am Spieß und dann in den Mägen hungriger Besucher landete.